Moin moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mythisch Plus. Heute mal wieder im Schrein des Sturms auf Stufe 18 unterwegs. Ja, und da haben wir auch immer noch die Dungeon-Modifikatoren verstärkt, platzend, vulkanisch und erweckt. Und platzend, super gefährlich am Anfang direkt. Da braucht man auf jeden Fall CDs, würde ich sagen. Denn wir gehen natürlich hier rein trotzdem mit CDs. Jetzt haben wir schon 6 Stacks. Mit 8 Stacks, Digga. Oh, Digga, Block. Ja, da muss der Monkey auf jeden Fall gut healen. Hat er gut geschafft. Also ich habe ihn da auch entlastet natürlich mit Eisblock. Aber abgesehen davon sehr gut geheilt. Jetzt hier Damage Stop 4 Stacks. Nochmal 7 wären unheilbar. Und dann haben wir von 4 Stacks und dann nochmal schnell 3 genommen. Das haben wir gut gemacht. Ja. Und ich spiele sogar mit unendlichen Sternen. Also super dumm eigentlich. Nehmt niemals unendliche Sterne mit für Mythisch Plus, wenn ihr andere Sachen habt. Weil unendliche Sterne ist einfach scheiße. Und ja. Ist hier auch nochmal ein schöner Pull. Ja, ein Dreierpull. Der Boy hat da unten den Caster hochgepullt. Ganz wichtig hierbei, ihr müsst die gut kicken. Wegspielen müsst ihr nicht kicken. Das könnt ihr durchgehen lassen. Anker der Bindung kann man auch durchgehen lassen. Wasserschlag sollte man aber immer kicken. Ganz, ganz wichtig. Und heilende Strömung auch. Ja, Wasserschlag, da wird gut gekickt. Ja, wir haben ja auch ein Parlatank dabei und Parlatank ist super gut für Schrein des Sturms, weil der halt so viele Kicks hat und hier braucht man auch sehr, sehr viele Kicks und vor allem bei Random-Gruppen super gut, wenn der Parlatank dann quasi solo kickt alles. Gut. Bis hierhin sehr, sehr gute Puls, macht Spaß und ja, Parlatank ist auf jeden Fall geil für Random-Gruppen, würde ich sagen, weil wie gesagt, der kann halt vieles solo kicken und hat viele Kicks. Und Kicks sind halt bei Random-Gruppen immer so eine Sache. Und jetzt caste ich hier den Asharas-Bohren, der macht. Ist eigentlich dumm, das zu machen, weil, ja, jetzt hat es hier den Dingens erwischt, den Demon Hunter. Warum? Weil Wasserschläge durchkamen, habe ich schon gesagt. Die muss man unbedingt immer unterbrechen, sonst ist RIP. Jetzt kam auch nochmal die schützende Aura durch. Die muss man auch immer unbedingt unterbrechen, sonst braucht man keinen Damage auf die benachbarten Mobs, auch super bad. Und ihr seht, Schrein des Sturms ist schon klar, kein Witz. Da muss man schon gute Kicks gut kicken können. Jetzt kam schon wieder die schützende Aura durch, also das lief jetzt hier nicht so gut. Abgesehen davon habe ich auch nochmal eine schlechte Combustion da reingefeuert. Hätte ich jetzt für die nächste Gruppe gebraucht. Ja, auch kein gutes Timing. Da habe ich auch kurz das Damage wieder geschaut, weil ich selber gemerkt habe, es war bad. So, dann haben wir hier irgendwie ein bisschen so Flackerbugs. Keine Ahnung, ob das an meinem System liegt, wahrscheinlich schon. Aber die habe ich irgendwie öfters im Schrein des Sturms und jetzt habe ich mich hier treffen lassen vom Anker der Bindung. Auch bad gespielt natürlich. Ja, Anker der Bindung muss man, oder muss man den doch kicken? Nee, das ist so eine Fläche auf dem Boden und die kann man ausweichen. Also muss man den nicht kicken. Heilende Strömung hier, wunderbar, jetzt der Kick von mir. Ihr seht alle Kicks auf Cooldown, die casten trotzdem noch ihre Wasserschläge und das ist dann halt gefährlich. Wenn zwei Wasserschläge auf einen Spielercharakter gleichzeitig kommen, dann ist es mal gerne One-Shot. So wie wir es ja aber schon beim Dämonenjäger gesehen haben. Gut, dann haben wir auch die Gruppe getötet. Jetzt gehen wir upstairs, also wieder hoch die Treppen, weil da haben wir noch einen Obelisken. Und diesen Obelisken benutzen wir wohl, um eine Gruppe zu überspringen. Und immer schön warten, Tank am besten ins Target nehmen und dann Weak Aura holen und gucken, wann er die, wann er den Obelisken entert. Und dann geht's da rein. Ja? Jetzt explosiver Ausbruch. Wie gesagt, könnt ihr nicht viel machen gegen. Da sprengt sich einfach ein Skarabäus selber hoch und stirbt dann einfach. Und wer in dieser grünen Kreisfläche drinne steht, kriegt einen hart tickenden Dot und dann ist man schnell tot. Jetzt hat es hier den Healer erwischt. Ich glaube, der hat sich davon treffen lassen. Ja, schöne Sache, Kappa. Und ja, jetzt hat es auch noch den Dämonenjäger erwischt. Schon 3 Tode schon wieder. Ja, ich bin nicht einmal gestorben. So, jetzt da schön rausgegangen hier vom Furorkrieger. Der weiß wenigstens, was abgeht, dass man da rausgehen muss. Und ja, jetzt gehen wir hier runter. Jetzt kommt da nochmal eine Fläche hier, ganz wichtig. Oh, Digga, die war ein bisschen... Jetzt habe ich mich auch treffen lassen. Ich blöd, Mann. Zum Glück habe ich Eisblock ready. Und ja, das war auch schlecht von mir gespielt. Da war ich ein bisschen AFK. Ich spiele ja sogar auch mit dem Ding aus dem Jenseits, Digga. Also ich weiß nicht, was ich da schon getrunken habe. Aber
spielt niemand mit dem Ding aus dem Jenseits auf hohen Mythischfluss-Kies. Das kann man schnell töten. Gut, dann geht's hier raus und ja, wir müssen halt aufpassen, weil hier da die böse Gruppe ist. Aber wie es scheint, spielen wir die und ja, waren wieder nicht ganz vorbereitet auf den Pull. Ziehe jetzt hier einfach nur mit Asharas Born der Macht Trinket meine CDs da rein. Hab den Spiritualisten im Target, ja, weil die halt die Healerin ist. Und dann mache ich auch sogar mal eine Flammenstoße rein, weil da auch kleine Blubs waren und das sind auch guter Damage. Ihr seht aber schon irgendwie, also mein Damage irgendwie super bad. Furorkrieger macht einfach mehr als ich, also war auch wieder bad. Schützende Aura ging wieder durch, war aber bad auch gespielt. Und man muss bis hierhin sagen, ganz klar eine schlechte Leistung von mir, was Damage betrifft. Ja, so sollte es auf jeden Fall nicht aussehen. Feuermagier muss eigentlich immer erster sein, wenn Combustion ready ist. Wahrscheinlich, ja, bin ich einfach ein schlechter Magier. Gut, dann hier nochmal gekickt. Jetzt pullen wir schon mal die Mobs da unten. Ja. Wir haben jetzt das RP für den Boss getriggert. Das RP für den Boss triggert, wenn man da auf seine Plattform ein bisschen reinrennt. Das sollte man auf jeden Fall mal triggern. Und während er da jetzt labert, spielen wir schon mal da unten. Er wurde vom Palatank, die zwei Sturmbeschwörer-Lehrlinge wurden hochgezogen und die töten wir jetzt. Sturmgewitter ist auch so eine Sache, muss man nicht unbedingt kicken. Kann man. Ah, wobei, sollte man schon kicken. Vor allem stehe ich jetzt schon wieder in Sachen drin. Jetzt haben wir das auch noch in den Boss gezogen. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet, so früh schon. Hab auch wieder keine Combustion ready hierfür. Also eigentlich will man zum Pull des Bosses Combustion ready haben. Aber ist halt unglücklich gelaufen. Ne? Timings stimmen gerade überhaupt nicht, was meine CDs betrifft. Dementsprechend auch auf Tank-Niveau Damage gerade unterwegs. Super schlecht. Jetzt Ding aus dem Jenseits. Ne, hab ich nicht getroffen. Aber gut. Immer wenn halt das Ding aus dem Jenseits kommt, solltet ihr es fernhalten mit Frostnova. Und ja, jetzt kommt hier Asharas Born der Macht. 14 Sekunden noch auf das zweite Trinket. Problem nur hier, der Boss taucht ja auch unter bei 40%, glaube ich, oder was? 60%. Ja, werden wir ja gleich sehen. Auf jeden Fall anschwellender Ansturm. Ganz wichtig, dass ihr euch davon nicht treffen lasst, dann seid ihr schnell tot. Und jetzt geht's da rein. Auch wieder keine gute Combustion, muss man ganz klar sagen. Ja, war okay, I guess, aber eher nicht so geil. Ja, Boss geht dann gleich runter bei 40%. Kommen seine drei Mobs und das ist dann die gefährliche Phase. Ah, ne, bei 50% anscheinend. Und ja, diese Aqualängen, die sind gefährlich, wenn die ihren anschwellenden Ansturm alle gleich, wenn die ihren anschwellenden Ansturm gleich dreimal gleichzeitig machen. Das ist jetzt der Fall und jetzt muss man gucken, wo die hinschauen. Und da kann man einfach hier die Plattform hochgehen, weil da kommen die nicht hin. Das ist mein Tipp an euch. Geht einfach die Plattform hoch und dann passiert euch nichts. Leider hat es ja unseren guten Furorkrieger zerrissen. Ne? Unlucky. Und ja, unendliche Sterne sind da geprockt. Aber wie gesagt, absolut unnötig, mit unendlichen Sternen zu spielen im Mythischfluss. Weil die Mobs waren alle viel zu schnell, als dass es groß hochstecken kann. Und die Brockrate ist auch nicht so geil. Beziehungsweise RNG. Jetzt kommt wieder anschwellender Ansturm. Und da hat es auch nochmal den Mönch getroffen. Zum Glück hat er genügend HP gehabt, um das zu überleben. Sonst wäre es hier wahrscheinlich schon ein Vibe gewesen. So, Tiefensog, jetzt beides auf mir. Was ihr dagegen tun müsst, ihr müsst gegenlaufen. Sonst werdet ihr von der Plattform runtergestoßen und nebenbei macht das auch guten Damage. Da muss der Healer gut healen. So, sobald der letzte Aqualink tot ist, kommt auch wieder der Boss raus und dann hat er nur noch 10% HP, I think, oder 20? Ne, 13, okay. Ja, gut. Irgendwas mit 15 dann wahrscheinlich. Und ja, jetzt töten wir halt den Boss. Ihr wollt keine Combustion mehr dafür ziehen. Ist unnötig. Einfach hier versengen auf entspannt. Und dann haben wir es auch geschafft. Zack, zack, zack. 50k, 52k. Sick, Digga, sick. Da ist er down. Progress. So, dann müssen wir hier die fette Kuh da ressen, die da liegt. Und ja, jetzt habe ich schon mal den Asharas Born der Macht Feuer gezogen, weil ich nicht weiß, was der Plan ist.
Jetzt wurde irgendwie Res abgebrochen, wurde nochmal gut sabotiert. Natürlich ist jetzt auch wieder mein Ashara-Spawner macht gleich ausgelaufen, also da wurde wieder wunderbar sabotiert, Kapi. Ah, nicht ganz, also ja. 5 Sekunden gehen zumindest noch rein davon in die Windsprecherin Heldes. Ganz wichtig, combustet auf jeden Fall Windsprecherin Heldes mit eurer Single-Target-Rota. Und macht dann nicht irgendwie Flammenstoß oder so, weil die anderen fallen eh um im Cleave. Und ja. Ich kenne es ja, oder habe es schon öfters mitbekommen, dass man die skippen will. Hier rechts kann man ja rüberspringen. Aber in einem meiner Videos sieht man ja, wie gut das geklappt hat. Von daher würde ich euch empfehlen, spielt die einfach mal mit, vor allem bei zufälligen Gruppen, die nicht gut springen können und den Skip ausführen können. Gut, abgesehen davon ist sie natürlich schon böse. Die macht guten AE-Schaden, hält auch viel aus. Vor allem, wenn halt verstärkt aktiv ist, will man die eigentlich nicht spielen, aber gut. Man kann halt diesen Buff, den die hier mal gibt, gut ausnutzen. Dann auch schon mal die nächste Gruppe reinpullen. Ja, dann hat man halt mehr Tempo, ne? Wenn man in dieser komischen Fläche hier steht, wo ich stehe. Das ist ganz angenehm eigentlich. Jetzt kommt hier ordentlich Damage rein. 4 Stacks plus Orkan. Wenn jetzt bin ich fast tot. Jetzt hat Kauterisieren auch geprockt. Also ich wäre schon tot gewesen, wäre ich kein Feuermagier. Und Haste Zone Inc. haben wir leider verpasst. Die ist vorher gestorben. Aber haben wir eigentlich ganz gut gespielt. Ja, vielleicht hätte er die auch einfach direkt dazu pullen sollen am Anfang. Aber ich glaube, da war die Pat noch nicht oben. Von daher alles gut. Also der Tank macht einen guten Job. Und wirbelndes Schmettern kann man immer schön unterbrechen mit Drachenodem. Damit die Melees nicht rausgehen müssen. Oder halt mit Stuns von den Melees. Jetzt ist eins durchgegangen. Ja, ich hatte halt nichts mehr. Wahrscheinlich eine Chaos Nova hätte geholfen. Chaos Nova sehe ich auch ziemlich selten hier gerade. Von den Dämonenjägern, muss ich sagen. Ja, Furorkrieger hat halt keine AE-Stuns, ne? Furorkrieger hat eigentlich gar nichts außer Trollruf, wenn mich nicht alles täuscht. Ah, da kam jetzt auch der Trollruf. In Kombination mit der Chaos Nova ist natürlich wieder Unlucky Overlap, Fußfeger vom Heal Monk. Wunderbar. Wasserschlag habe ich unterbrochen mit den Drachenodem. Hätte ich vielleicht eher aufheben sollen für das Zerschmettern, aber egal. Und dann ist auch die Gruppe tot. They are all dead. Ja, bisher, klar, 4 Tote nicht so geil, aber es ist immer noch locker in Zeit schaffbar. Vor allem ist ja nur 19er in Anführungsstrichen, von daher kann man da noch auch mit Fehlern was reißen, beziehungsweise Endtime spielen. So, jetzt haben wir hier diesen Boy, mit dem skippen wir die ein oder andere Sache, I think, at least. Müssen wir mal schauen, wo er den hinziehen will. Problem bei den Mobs ist halt immer, der will nicht immer sofort move, der castet da seine Sachen und das dauert immer ein bisschen. Ist nicht so geil für die Melees, aber für den Ranged ist das sogar ganz gut. So, dann seht ihr Ding aus den Jenseits, Frost Nova gemacht. Und ja, wir skippen jetzt quasi die Gruppe, die man mit dem Schurken normalerweise skippen würde. Benutzen wir einfach den Mob dafür, also das ist doch sick. Ihr seht, wir skippen einfach hier alles. Wir gehen einfach durch. Wir gehen einfach direkt zum Endboss. Einfach durch da. Richtig sick. So, ja. Wir haben quasi einfach das geskippt, was man in Season 3 und Season 2 mit dem Schurken geskippt hat. Und das kann mir keiner erzählen bei Blizzard, dass es hier nicht irgendwie eingeführt worden ist, diese Obelisken, um die Schurken zu countern quasi. Damit man nicht mehr so auf Schurken angewiesen ist, aber ich finde es gut. Also, bin da keiner, der da sagt irgendwie, es ist nur da, um hier die Schurken zu vertreiben. Ist einfach geil für die gesamte Community. Dass man auch mal einigermaßen vernünftig spielen kann ohne Schurken. So, jetzt hier Import, dachte ich mir. Und da geht's jetzt einfach rein, geht's da, ja. Und ja, dann töten wir diese Gruppe hier. Haben ein bisschen viel gepult. Der Tank will auf jeden Fall anscheinend Zeit gut machen. Von daher, das schmeckt natürlich den Feuermagier. Abgesehen davon habe ich halt nicht meinen Ascharas-Bohnen der Macht vorher benutzt. Und der geht auch, ist jetzt gerade ready geworden, ja. Hätte ich natürlich vorher benutzen sollen, auch wieder nicht optimal gespielt.
Aber es reicht trotzdem der Damage, auch wenn man nicht optimal spielt auf den Level. So, da wieder die Frost Nova. Ihr seht, das Ding aus den Jenseits handle ich eigentlich echt ganz gut hier in diesem Run bis hierhin. So, jetzt nochmal ein großer Pull, der ist ein bisschen gefährlich, ich habe keine Combustion ab. Und Wasserschlag sollte man unbedingt kicken, Chaos Nova, Drachenrot im Alles wieder gleichzeitig reingegangen, nicht so geil, aber besser als gar nichts. Und jetzt, ihr seht, Wasserschlag wird einfach durchgecastet. Ich habe halt nichts mehr. Kick ist auf CD, Drachenrot ist auf CD, ich könnte die schieben, aber das macht keinen Sinn. Das würde dann auch Damage Loss bedeuten. Und das würde die sogar healen, also wäre super schlecht. So, da habe ich jetzt einen wieder gekickt, Wasserschlag, wunderbar. Perfekter Kick von mir. Und da kommen wieder Wasserschläge durch, wobei da auch reingekickt wurde, wunderbar. Sturmgewitter kann man dann halt eher vernachlässigen, was den Kick betrifft. Wasserschlag ist echt der Kick, worauf ihr euch fokussieren müsst. Und ihr seht, jetzt stirbt auch der Tank, weil da Wasserschläge auf ihn reingekommen sind. Und das ist nicht so geil. Wegspülen, ganz wichtig. Niemals kicken, wegspülen. Das macht nämlich gar nichts. Ihr könnt es einfach ausweichen mit Movement. Wasserschlag hingegen kann man nicht ausweichen, sondern das macht dann einfach Damage. So, hier ganz wichtig, sehe ich auch ganz oft, dass den Fehler vieler zufälligen Gruppen. Pullt bitte einfach nicht zu viele von diesen Initianten. Wenn platzend aktiv ist, ja, 8 Stück sind vollkommen fein, dann springt er einfach ins Wasser als Tank und dann porten die sich zu euch, dann können die alle gleichzeitig töten und ja, die flüchten halt auch, ist auch gefährlich. Und ihr seht, wir nehmen hier 8 Stacks und das kriegt der Mönch ja zum Glück hier, die 8 Stacks. Guter Healer auf jeden Fall. Sieht man auch nicht so oft, dass die 8 Stacks hier weggehen werden. So, dann hier wieder reingezogen. Problem nur hier, die entkommen, die Mobs sind ein bisschen verbuggt. Der Tank sollte halt schon ins Wasser springen und da auch schwimmen und nicht wieder hochgehen, sonst backen halt die Mobs. Aber gut, jetzt auch nicht so schlimm, dann nehmen wir halt nur 4 Stacks und dann die nächsten 4 Stacks. Eins und nicht direkt 8 Stacks, vielleicht war das ja auch der Plan, Kappa. Vielleicht war das 500 Ekumu vom Tank. Gut, jetzt kommt auch schon hier der schwierigste Boss, fast somit im gesamten Dungeon. Vor allem, wenn Tyrannisch aktiv ist, ist hier zum Glück nicht aktiv. Was ihr hier tun müsst, ist die Sturmbeschwörerin ins Target nehmen, also dieses Fokus-Target. Und dann müsst ihr jeden schneidenden Ausbruch kicken. Und das ist halt besonders schwierig bei einer Gruppe, die nicht im Voice ist und das quasi so on the fly macht. Ihr seht, ich halte mein Kick zurück, verlasse mich da auf den Paladin und auf die zwei Milis. Theoretisch müsste ich nicht einmal kicken, weil die das einfach handeln. Ihr seht, für diesen Boss alleine ist halt der Paladin so viel wert. Der kickt die ganze Zeit solo. Und ihr seht, wir haben jetzt alle wieder Kick ready, weil das einfach solo handelt. Und jetzt nochmal der Dämonenjäger reingekickt. Dämonenjäger sollte sowieso immer kicken, weil er davon sogar Jezorn bekommt und dann mehr Damage macht. So, dann habe ich jetzt auch mal da reingekickt, I guess. Und jetzt 30%, jetzt können wir unser Versengen einsetzen. Meteor gut platziert, wunderbar. Und ja, es kam bisher noch kein Cast durch, also echt guter Job, vor allem von Parler. Der carry das hier quasi solo. Abgesehen davon stehe ich hier auf so einer erhöhten Plattform. Auf dieser Plattform treffen euch halt diese Wirbel nicht. Das ist quasi der Safe Spot. Problem nur dabei ist, man kriegt nie den Haste Buff. Deswegen bin ich jetzt mal runtergegangen. Und gönne mir hier den Haste Buff. Ja. Man kann den, oder die beiden Bosse halt hier an der Kante tanken, da wo ich gerade stande. Auf der erhöhten Plattform. Dann kommt der Haste Buff dahin. Aber ist jetzt auch nicht so wichtig auf den Level. Kann man auch einfach normal spielen und da ein bisschen rumkiten und dodgen. So, Hindernis spalten, ganz wichtig. Dodgen. Ganz, ganz wichtig, dass ihr das mal dodge, das Hindernis spalten. Und ja. Wunderbar gesidesteppt hier vom Tank. Im Idealfall geht es immer nur auf den Tank und dann muss nur der Tank aufpassen. Ja, also der Tank sollte darauf achten, dass er den Boss nicht irgendwie in die Milis tankt oder so.
Was wir jetzt hier gemacht haben, der Mönch hat schon mal den Vollstrecker gepullt, das ist auch gut. Und dann töten wir ihn schon mal auch nebenbei, wobei es vielleicht ein bisschen spät gepullt wurde, aber egal. Und ja, dann töten wir auch den Boy. Den Vollstrecker der Gezeitenwelten oder whatever er heißt. So, Tiefseeritualist ist auch ein gefährlicher Mob. Denn der macht ewige Dunkelheit und ewige Dunkelheit müsst ihr jedes Mal kicken. Das darf nicht einmal durchkommen. Theoretisch kann es einmal durchkommen, es tötet euch nicht direkt, aber zwei, dreimal, dann tötet es euch schon. Also kickt es einfach jedes Mal, es ist möglich, es jedes Mal zu kicken, wenn man gut ist. So, Lehrensaat, ja, falls das auf euch ist, steht nicht in anderen Spielercharakteren. Ihr seht, ihr habt da so einen Kreis um euch herum. Und damit einfach verteilen und nicht irgendwie jetzt da reinblinzen und da alle sprengen. Ja. Und ja, da ihr seht, ewige Dunkelheit ging einmal schon durch. Und was es halt macht, es macht nicht nur Damage, es macht euch auch der erlittener Schaden folgen, da ewiger Dunkelheit ist dann erhöht und deswegen stirbt man dann relativ schnell dran. So, 20 Minuten noch Zeit, wir sind eigentlich gut in der Zeit. Jetzt müssen wir hier den Oberlisten spielen, ein bisschen Backtracking, ja, müssen hier runterspringen, nicht so geil. Aber wir haben das halt jetzt erstmal alles geklärt, weil wir die Prozente brauchen. Und ja, jetzt geht hier Combustion rein, sogar mal mit Double Unused Trinket aktiv. Mann, das ist ja eine Seltenheit, da habe ich es mal getimed bekommen. Und dementsprechend sieht man auch endlich mal gute Damage-Zahlen, so wie es sein muss. 300k geknackt. Und ja, das war eine gute Combustion, muss ich sagen. Na, das war jetzt nicht so ein geiler Reset von Platzend. Jetzt stirbt vielleicht einer. Das war echt ein bisschen unlucky, da der späte Reset von 3 auf 4. Also das sollte nicht passieren, das ist tödlich. So, Problem nur hier, wir wollen den Mob ja benutzen, um das Ganze zu skippen. Deswegen nicht so die geile Combustion. Deswegen mache ich jetzt auch schon Damage Stop, weil ich schon sehe, der Dämonenjäger haut einfach wie so ein Kranker durch. Zum Glück ist der Krieger auch schlau und checkt das. Hätten wir jetzt alle drei einfach weiter durchgehauen auf den Mob, wäre er schon vorher gestorben. So stirbt er zum Glück da, wo wir es haben wollen. Gut, dann haben wir das jetzt übersprungen, was man auch eigentlich immer mit dem Schurken, mit der Massenunsichtbarkeit überspringen tut. Und ja, jetzt sind wir hier bei den Boys. Combustion leider noch nicht ab, man hätte ja gerne eine Combustion ready. Und ja, die zwei Abgrundkultisten. Da kommen jetzt auch noch zwei Tentakel aus dem Boden raus, die kommen immer raus, ja. Aber die sind gar nicht so schlimm, also. Die sind eigentlich recht easy, diese Gruppe hier. Gedanken spüren will man nicht unbedingt kicken, aber verschlingende Leere schon. Alternativ kann man es auch einfach wegmachen mit Arcana Strom oder mit Zaubern, die halt Zauberraum. Ja. Gut, aber ihr seht, die Gruppe ist kein Problem, da braucht man eigentlich gar keine Combustion für. Von daher eigentlich ganz gut, dass ich ja keine Combustion ready hatte. Jetzt hier Asharas Born der Macht, auch wenn ich nicht weiß, was der Plan ist. Gehen wir jetzt schon in den Obelisken rein? Ne, gehen wir nicht. Wir spielen hier noch die Gruppen. Ja, und die Gruppen, die sind gar nicht so gefährlich. Ihr wollt halt Geist zerreißen, kicken. Berührung der Ertrunkenen sollte man auch kicken. Diesen komischen Mentalangriff muss man nicht kicken, den kann man einfach dodgen. Muss man halt gucken, wo der hingemacht wird. Da, wo es so schwarz ist, kommt der hin. Und da dann einfach nicht stehen, dann macht es gar nichts. Und ja. Ich würde sagen, man sollte alles kicken bei diesen Kultisten, außer vielleicht Gedanken spürt, I guess. Gut, das war jetzt auch, glaub nicht so die beste Combustion, aber okay, I guess. Jetzt hier nochmal die gleiche Gruppe, ist genau die gleiche Gruppe und da. Einfach Hardcast Flammenstoß rein, ja. Hier mal ein bisschen was Zauberraum, da habe ich was gekickt. Und ja, Geist zerreißen sollte man, glaube ich, immer kicken. Das ist das gefährlichste Spell bei der Sache. Und Mentalangriff können die ruhig casten, dann machen die wenigstens nichts anderes.
Okay, ja, Gedanken spielen sollte man glaube ich auch immer kicken, weil die dann 100% Dodge Chance haben, I guess. Und Dingens, den ertrunkenen Debuff kann man wohl dispellen, hat mir gerade hier der Mönch runtergenommen, also das eventuell auch kann ich kicken. Aber gut. So, dann haben wir auch das geschafft. Jetzt gehen wir wieder zurück, spielen jetzt den Obelisken. Ist natürlich jetzt der Blob-Obelisk und nicht so geil, dass ich da keine Combustion für habe. Dafür hätte man schon gerne Combustion. Vor allem, weil der Tank den da hinten so schön hingezogen hat. Und, ja. Unlucky, I guess. Hier nochmal schnell einen Flame-Strike-Cast durchbringen. Und dann töten wir ihn hier. Okay, da hinten die Tentakel wäre halt jetzt schon tot gewesen, hätte ich da reinkombustet. So leider nicht. So dauert das Ganze hier ein bisschen länger alles. Und hinter uns die Tentakel lebt auch noch. Also die muss ich mal schnell finishen. Habe ich auch gemacht. Wunderbar. Und dann geht es hier weiter. Versengen auf die letzte Tentakel. Und dann ziehen wir das Blut hier ein bisschen auf Spaziergang durch. Ihr seht, Parla geht auf seinen Mount. Und da geht's rein. Da geht es einfach rein in die Olga. So, 15 Minuten noch. Langsam wird es ein bisschen knapp. Oder zumindest wird die Zeit eng. Aber wenn uns keine Fehler mehr passieren, dann ist es noch in time. 4 Tode bis hierhin. Ja, jetzt hier ein bisschen das Blut. Bisschen strange actually, you route, ne? Wir skippen hier gar nichts. Aber gut. Wir brauchen wohl die Prozente von nachher, alles gut. So, der Mob dauert jetzt ewig, weil ich halt auch keine Kombos schon ziehen wollte. Hätte ich vielleicht noch tun sollen, um ehrlich zu sein. Jetzt sitze ich schon wieder viel zu lange auf der Combustion, ohne sie genutzt zu haben. Es ist halt immer wieder, ne? Es ist dieses Timing. Es ist schon echt schwierig, das immer alles gut zu timen. Hier wollt ihr auf jeden Fall auch keine Combustion ziehen, weil ihr die halt zum Boss wollt. Mache ich ja auch nicht. Dann caste ich lieber den Flammenstoß hart durch. Und ganz wichtig bei dieser Gruppe ist, die Gruppe ist halt durchaus auch gefährlich. Ich kann euch mal schnell wipen. Da solltet ihr schon guten AE haben. Oder halt, ja, wie soll ich sagen, Stunts. Die andere Seite kann man auch spielen, allerdings haben wir schon 86%, deswegen müssen wir die nicht mehr spielen. Ihr wollt ja unbedingt so 85-86% haben. Wenn ihr es nicht habt, müsst ihr auch die andere Gruppe dann noch spielen. So, jetzt habe ich übrigens auch einen Fehler gemacht. Ich habe meinen Ashara-Spawn ermacht, zu früh geused, weil ich ja hier das RP noch läuft und das habe ich vergessen. Dementsprechend, hier seht ihr es, halte ich mit der Maus drauf, läuft genau dann ab, wenn der Boss Pulpa ist. Also super schlecht auch wieder hier gespielt von mir. Gut, muss halt der Input dran glauben, damit der Damage einigermaßen noch akzeptabel ist. Ihr seht, wir halten jetzt theoretisch HT hier ab, allerdings wollte er hier nie BL nutzen, weil der Boss ist easy, ohne HT auch schaffbar und ihr wollt unbedingt für den letzten Boss BL haben. So, uralter Geistbeuger, ganz wichtig, wenn der uralte Geistbeuger auf euch ist, rennt ihr entweder durch die Kugeln oder ihr geht einfach in den Pool da hinten schwimmen. Problem, ja, hat der Krieger jetzt auch gerafft, dass der damit, na, nee, der ist verwirrt, okay, ja. Jetzt geht er erst in den Pool ein bisschen zu spät, aber ist noch gut gegangen einigermaßen, holy shit, dude. Das war alles nicht so perfekt. Und ja, ihr wollt halt dann, falls der Spieler nicht in den Pool geht, ihr müsst ihn halt auf 50% kloppen, damit er wieder rauskommt aus der Übernahme. Und nach 20 Sekunden wird er halt dann übernommen. Also das ist ganz wichtig, dass ihr da eure Freunde rausholt. Und ja, diese scheiß Kugeln verfolgen euch die ganze Zeit. Jetzt bin ich hier stille. Ihr seht, 20 Sekunden geht das. Ich sammle hier mal die ganzen Orbs ein, ja. Man kann aber auch in den Pool rennen. Muss man aber hier nicht. Weil ich einfach die Orbs soke und sie das ausgeht. Und der nächste, der jetzt aber wieder übernommen wird, sollte sich wieder in den Pool begeben, weil wir einfach keine Kugeln mehr groß ready haben. Und ja. Leeren Blitz übrigens immer kicken, wenn möglich. Macht aber hier, glaube ich, der Paladin auch wieder komplett solo. Und jetzt kommt wieder der uralte Geistbeuger. In 2 Sekunden, da kommt er. Er ist auf dem Dämonenjäger. Was macht er?
Er zockt erstmal die Orbs. Und ja, ihr seht, jetzt fehlen halt noch 20%. Da muss man den halt fokussen. Alternativ halt einfach in den Pool springen. Macht er jetzt auch, aber ist eh fast zu spät schon wieder. Und deswegen wird er jetzt auch übernommen. Ja? Er hätte einfach von Anfang an in den Pool gehen sollen. Und wenn er übernommen ist, castet die ganze Zeit leeren Blitzsalve. Die habe ich mal gekickt. Jetzt macht er zum Glück erstmal nichts mehr. Jetzt castet er aber wieder. Und jetzt, was ich jetzt mache, ist Drachenodem into Schieb. Jetzt schiebe ich den einfach, die Sau. Nochmal geschiebt, nochmal geschiebt. Einfach schieben, Digga. Ich kann ihn theoretisch dauer schieben. Problem nur, jetzt wurde auch nochmal der Vorkrieger übernommen und der geht irgendwie auch nicht in den Pool. Also die raffen das nicht ganz, wie das funktioniert. Man muss halt in den Pool gehen und in den Pool muss man kurz untertauchen und da sich bis 50% droppen lassen und dann, ja, muss man halt wieder rechtzeitig hochtauchen und so. Das ist eigentlich auch mit die schwierigste Mechanik im Schrein des Sturms. Das checken die meisten nicht und das können auch die meisten nicht. Ich habe da auch schon gefailt, aber ich weiß zumindest, wie es geht. Man muss untertauchen kurz, dann sich so bis 60-70% droppen lassen, dann wieder auftauchen und dann ist man eigentlich safe auch wieder draußen. Ja? So, noch solide 10 Minuten verfügbar bis zum letzten Boss. Und die Prozente reichen auch, ist alles gut. Diese Abgrundaale hier, die spielt man eigentlich immer für die Prozente halt. Und ja, mal gucken, ob die jemand pullt. Hat anscheinend keiner gepullt. Und was wir jetzt hier machen, wir gehen direkt zum Boss. Okay. So, da hat doch hier immer noch die Aale gepullt. Ja, die will man eigentlich nicht pullen, die will man dann im Bossfight zusammenspielen. Und ich habe jetzt hier geschrieben, ich werde den ersten Range Kick durchlassen, aber der gute Tank sagt, ich soll einfach kicken late. Und dann mache ich das, glaube ich, auch. Aber auf Tyrannisch solltet ihr schon einen durchgehen lassen und dann erst den zweiten auf Range kicken. Falls ihr das noch nicht wusstet, ist ein kleiner Trick auch, den man hier anwenden kann. Da wir aber nicht Tyrannisch haben, dachte ich mir, vertraue ich den mal und dann werde ich, glaube ich, gleich den ersten auch late kicken. Hier jetzt gerade leider den Boy, den Pala erwischt. Weiß nicht genau warum. Ich glaube, die Aale machen so einen Debuff, der böse tickt. Da muss man, glaube ich, auch kiten. So, dann mache ich hier Asharas, der Born der Macht. Weil ich meine Combustion einfach zum Pull schon mal ziehen möchte. Natürlich wieder nur mit einem Onius Trinket auch wieder bad. Man kann nicht alles haben. So, dann kommt hier das gähnende Tor. Da müsst ihr logischerweise euch rausbegeben. Sonst werdet ihr zum Schwein gebracht. Ihr seht, das wird auch noch ein Ticken größer. Und jetzt hier die beiden Bewohner. Das ist die schwierigste Phase. Ihr wollt Essenz verzehren, so spät wie möglich kicken. Einen wollt ihr halt down fokussen und den anderen habe ich jetzt hier so spät wie möglich gekickt, wie es hier Dingens verlangt hat. Und ja, mal gucken, ob der zweite Kick durchkommt oder nicht. Ja, easy. Wir haben genug Damage dabei, dass der zweite... Ne, der zweite wurde nicht gekickt vom Dämonenjäger, da hat er geschlafen. Und ja, RIP. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, dass der Caster durchging. Der hat irgendwie gar keinen Damage gemacht. Von daher alles gut. Alles gut gegangen. So, und was jetzt der Trick ist, sobald wir hier raus sind, kicken wir nicht den Boss, sondern spielen hier den Trash. Warum spielen wir den Trash? Ganz einfach, weil der Monk Heal einen Buff hat, dass er 100% mehr Schaden macht. Ja? Ihr seht jetzt auch schon, der Monk Damage steigt und der haut gut zu. Und das ist dann halt effektiver, die Gruppe mit den Buff zu spielen. Wobei, der Monk macht gar nicht so viel Damage gerade. Der macht da irgendwelche komischen Ranged-Sachen. Eigentlich muss der in Melee gehen und da seine Rota durchballern. Aber gut, er macht halt immerhin etwas. Und ihr seht auch, er kommt jetzt schon immer näher ran an den normalen DD-Schaden-Damage. Und
ja, das ist ja gut. Und ihr könnt euch ruhig, ihr könnt dann hier alles clearen. Kickt einfach nicht den Boss. Der Bosscast geht nämlich 5 Jahre gefühlt. Also dann hier schön Farmstoß hardcasten. Ganz wichtig, ihr wollt nicht eure Combustion hierfür benutzen, sondern die dann für den Boss ready haben. Dass ihr dann den Boss blasten könnt, wenn möglich noch in einer Phase dann quasi nur. Also dass ihr nicht nochmal so eine Phase bekommt. Ja, mal schauen, ob wir das hinbekommen. Jetzt töten wir hier noch diese Aale, ja. Dann haben wir auch 100%, wir sind bei 95%. Haben wir wieder wunderbar ausgerechnet hier der Tank, hat er wunderbar gespielt. Seine Route hat perfekt geklappt. Und ihr seht, der Mönch macht da auch guten Schaden mit seinem kleinen Kranichwirbelwindtritt da, oder was das ist. Ja, aber er macht schon ein bisschen wenig Schaden, actually. Also da geht auf jeden Fall mehr als Healer. Aber gut, vielleicht ist Mönch einfach nicht so gut dafür. Und dann haben wir das geschafft. 12 Sekunden noch bis zweites Onius. Und das würde ich gerne abwarten. Mal gucken, ob es diesmal klappt vom Timing. 5, 4, 3 wurde gekickt. Okay, ja, geht sich ungefähr aus. Passt eigentlich. So, jetzt läuft alles perfekt. Import, HT, Combustion, Double Onius. Super Sache. Versengen hier. Zack, zack. Und zack. 145.000 Ecken. Neidschaden, Digga. So, dann komme ich den Manifestationen der Tiefen. Die wollt ihr nicht töten. Die will man einfach als Tank im Auge behalten und dann den Boss dementsprechend weghalten. Man kann die so einzeln nacheinander töten. Ihr seht, der Mönch macht das hier für uns. Und in 18% schaffen wir ihn noch vor der Phase zu töten. Wir haben noch 10 Sekunden Zeit, ihn zu töten. Oh, Digga, das wird super eng. Schaffen wir ihn zu töten oder schaffen wir es nicht? Oh, ich glaube, wir schaffen es. Jo, haben es sogar geschafft. Sehr, sehr nice. Jo, ich würde auch sagen, das war's von der Folge. Ja, plus 18 Endtime. Wunderbarer Job von dem Palatank. Wenn ihr mich supporten wollt, lasst gerne ein kostenloses Abonnement da. Hier seht ihr nochmal meinen krassen Damage auf den Boss von eben fast 10 Millionen. Und die anderen haben fast gar nichts gemacht. Da seht ihr es nochmal. Nein, Digga, ich habe den ausgelöscht, den Boss. Ja, haut da rein, ciao, bis zum nächsten Mal.